herzlich grüß Gott und Servus und guten Tag. Ja, jetzt möchte ich ganz gerne hier diese blöden Orks dezimieren. Das ist aber nicht so einfach. Was mache ich? Also mit Unwetter, das war ja schon mal ein guter Hint. Nur ich will die anderen Leute da hinten, die Wache da nicht, ins Verderben rein. Deswegen mache ich Folgendes. Ich gehe erstmal hier runter und werde mal da hinten rüber fetzen. Und zwar hier hin und ganz schnell hier mich hinter der Mauer verpissen und gucken, was passiert. Einfach nochmal gucken, was passiert. Ob die mit runterkommen. Aha, sie reagieren. Da sind aber nicht so viele, die... Ich wollte die, dass sie mitkommen. Ah, shit. Aha, da ist also hier die Grenze. Gut. Ja, dann probieren wir es nochmal. Und zwar ist da hinten wohl so eine tote Ecke, so, wo keiner reagiert. Vermute ich mal. Oder ist es Zufall? Ich weiß es nicht. Dann hole ich mir die Leute rein. Okay, die mich sozusagen jetzt... Oh, aufpassen! So, und ganz eng an der Mauer hier in der Ecke. Warten. So, wie viel kommen denn jetzt? Eins. Was ist denn jetzt los? Ah, jetzt kommen die anderen, da mische auch noch mit. Nee. Oh, wieso klappt das nicht so, wie ich will? One more time. Also, mal hier runter, in den toten Winkel gehen. Kann schnell sein. Rum und hier ins Eck. So, ein paar Dings haben sie ja geschmissen. Ein paar Pfeile, Armbrustpfeile. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt werde ich das Unwetter ziehen. Mal gucken, ob da überhaupt eine Beeinflussung ist. Das wird interessant. Das wird spanisch. Nein. Also keiner reagiert. Sind die denn überhaupt angegriffen worden? Das kann ich ja nur feststellen, wenn ich nochmal hier ein Getränk nehme und nochmal Unwetter ziehe, von denen ich ja genug habe. Los, mach mal. Das dauert immer so lange. Oh, er versucht mich zu schießen. Leider kann ich bei diesem Unwettereffekt nicht sehen, wie viel ich hier noch an Lebenspunkte habe. Aber das werden wir gleich sehen, wenn hier diese Animation vorübergegangen ist. Oh, ich bin noch volle Kalotte drauf. So, nochmal ein Getränk und nochmal Unwetter. Also müsste normalerweise beim dritten Mal was passieren, denke ich mal. Ja! Kaputt! Ah, da sind noch zwei. Also haben wir die schon mal hingekriegt. Das ist ja der Hammer. Speichern. Und wieder nachtrinke. Unwetter. Und dann müssen wir irgendwie noch irgendwie näher an die beiden Peoples ran. Mal gucken. Ohne dass sie ein bisschen gucken. Etwa hier. Das ist spannend, Leute. So. Vielleicht müssen die auch noch dreimal getriezt werden. Okay, ein bisschen gezappelt haben sie. Hier nochmal saufen. Los, trink mal was. Gut. Okay. Nochmal Unwetter. Ja. Ah. Oh. Damit hatten wir also jetzt erstmal schon mal den Rand hier. Herrlich. So, dann gehen wir hier wieder hoch. Verstehe nicht, dass sie nicht nachgesprungen sind. Okay, speichern wir mal. Ja, aus sicherheitshalber nochmal ein Schlückchen aus dem Mana-Fläschchen nehme. Ah, Entschuldigung, ich habe jetzt einen Hessisch-Bubble drauf. Und wie das kommt. Okay, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal hier ganz gemächlich looten. Ja, Leute, ich suche auch einen Ork-Krieger, der eventuell Drumsticks bei sich hat. Und als ich nämlich noch auf Korinnes war, auch vor Onas Hof, da hat man mir freundlicherweise gesagt, so von wegen, ja, das sind die Trommeln, die Ork-Trommeln, die nur spezielle Orks spielen können. Ja, schade eigentlich. Nicht zu holen. Hier ist nichts mehr zu holen. Da ist nicht zu holen. 1, 2, 3. Nicht zu holen. Habe ich sie alle. Also hier, die Reihe ist durch. Sorry, dass ich nochmal nachgeklickt habe. Dann hier die beiden. Da hinten, unten sind auch noch welche. Und vorsichtig, ja, noch ein Bolzen. Kam nicht zum Abschuss hier.
Der Ork kam leider nicht zum Abschuss. Noch ein Ork-Krieger. Okay, dann wäre es erstmal für diese Position. Es wird natürlich interessant und spannend, wie wir das jetzt mit denen machen. Mit einer Ork-Elite sogar. Ork-Krieger, Ork-Speer, schau mal. Ah, die Musik passt auch wunderbar. Spannungsbogen aufbauen, aber bitte nicht den Bogen der Ork-Speer. Ork-Krieger, gucken wie langsam das geht. Ich versuch's einfach mal. Ich werde einfach jetzt mal hier dann ein paar Schritte vorausgehe. So. Kommen die hoch. Okay, kommen nicht hoch. Kommen nicht hoch? Wieso kommen die nicht hoch? Oh, die versuchen's. Oh, die versuchen's. Ja. Mal diese blöden Tastenkombinationen. Wieso tut jetzt meine Null hier nicht? Panik auf der Titanic. Wo ist denn jetzt mein Unwetter? Ist weg. Ich habe doch über 49. Wo ist denn das jetzt hin? Ich suche das Unwetter, Leute. Ah, da ist es ja. In der Aufregung habe ich es wieder verdingst. Verdrückt. Weggedrückt. Nein, nein. Gerade eben so geklappt. Die ganze Zeit nichts passiert. Keiner hochgeklettert. Shit. Ja, man sollte eigentlich nicht in Innos seine Kräfte wirken oder so. Wieso mache ich es denn jetzt schon? Na, vielleicht mal gucken, was jetzt passiert. Hallo. Ich bringe euch Unwetter. Guck, guck. Okay. Kann es sein, dass es schon was gebracht hat? Jetzt muss ich mal eben schnell wieder mal ein Fläschchen trinken. Und hoffen, dass da kein Ork nochmal über die Mauer springt. Ah, auf jeden Fall höre ich sie schreien. Das ist immer gut, wenn sie schreien. So, nochmal verwirren, hin und her mit dem Unwetter. Gute Verteilung mache. Ah, da ist noch einer. Okay. Ach, du Schiede. Tja, tja, tja. Kommt der auf mich zu? Ja. Ist aber schon ange... Oh mein Gott, warte Schädel, warte Dickschädel. So, immer schön draufklaube. Irgendwann werden wir schon mal treffen hier. Die Ork-Elite. Oder er trifft mich mit einem Haps und dann ist aus. Alter, das ist übel. Es macht Spaß. Speichern. Ja. Ach, da kommt... Oh, da ist noch einer. Da ist noch einer, der da lustigerweise über die Mauer will. Mal vorsichtshalber doch noch mal ein Mana-Trunk trinken. Aber wegen einem werde ich doch das Unwetter nicht, wieso, ich habe doch gerade eben was getrunken? Oder habe ich mich jetzt da getäuscht? Stand auf Lebens... Ah, Mist, jetzt ist mir ein Lebenselixier flutsch gegangen. Flutsch gegangen, auch ein gutes Wort. So, wo bist du denn? Hab ich doch irgendwo hier gesehen, genau da. Ja, ha. Oh! Da schießt er. Oh! Ach so, der ist auch nur. Okay, dann kann ich das. Ja, bevor er eigentlich seine Waffe ziehen konnte, hätte ich ja die Möglichkeit gehabt, ihn von Scheitel bis zur Sohle zu versohlen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Herrlich. Ich spiele gerade hier am 1. Juli. Hat er hier keine Waffe rumfliegen? Ist die runtergerutscht? Nein, ist er nicht. Ha, jetzt muss ich wieder was trinken und sowas. Aber ich esse mal erstmal. Ja, die Musik, die kommt auch gut. So, da liegen auch schon mal welche wieder rum, die ich noch looten kann. Schauen wir mal, ob hier in Sichtweite noch ein paar Orks sind. Ist da einer am Liegen oder? Da liegt einer, okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn hier? Orksche Armbrust, alle schöne Sachen zum Verkaufen. Ich möchte wissen, wenn ich jetzt hier die Orks alle weggemetzelt habe, wie viele Zivilisten dann dabei noch draufgehen oder draufgegangen sind. Da ist nicht zu holen. Der Orkspeer, den habe ich doch. Und dass ich dann auch wieder meinen Ziegensack kaufen kann. Ziegensack,
Schlafsack, den hat man mir angeboten herbeizucheaten, aber haben wir hier noch eine, oh, und sogar mehrere. Was jetzt? Ich krieg Gänsehaut, Leute. Hier. Nicht springen, Gänsehaut zeigen. War das ein Alarmhorn? Scheiße, das war wohl ein orksches Alarmhorn. Wie geil ist das denn? Ich rede, und die haben wahrscheinlich die Zivilisten gekillt. Meine Händler, meine Lehrer. So ein Mist. Okay, abgespeichert haben wir es. Unwetter werden wir gleich mal ziehen. Da stehen zwei. Na, warte mal eben. Vielleicht schaffe ich ja. Ja, das sind auch bestimmt Armbrustschützen. Vielleicht von hier drin. Komme ich hier eigentlich rein? Ah, Mist. Mal gucken. Machen wir ein bisschen Akrobatik durchs Fenster. Das geht nicht. Leicht. Nee, war ich zu weit weg. Achtung. Nee, geht leider nicht. Nee, es geht leider. Hätte beinahe geklappt. Ja, das war nun mal so eine Zwischenübung. Ja, yes. Ich kann hier wunderbar draufklettern. Gucken wir mal ganz vorsichtig mal lang. Aha. Die haben schon mal hier die Armbrüste gezückt. Jetzt kommen die sogar hier Dach drauf. Vertrauen sich nicht weiter. Okay. Man sieht, dass ein bisschen Blut bei denen spritzt. Mhm. Ja, hat man gerade beim ersten Mal hat man das schön gesehen. Wieder was trinken. Oh, ist ja langweilig, wenn er nur mit Unwetter kämpft. Ich bin kein Magier. Aber der Spruch gefällt mir. Der Spruch gefällt mir echt. Okay, sicherheitshalber speichern. Erstmal warten bis hier, sonst kommt's Menü nicht. Und dann wieder Babyschritte nach vorne machen. Da ist der Marktplatz, befindet sich kein Mensch mehr. Doch, eine Leiche sehe ich gerade. Das gibt mir hier Ressourcen. Orksche Armbrust, Bolzen. Die waren alle geladen, die Armbrüste. So, dann gucken wir mal weiter. Habe ich geladen? Ja, ich habe geladen. Da hinten, hinter dem Marktplatz. Ja, und das sind nicht gerade unwesentlich wenige, ne? Gucken wir uns mal hier drüben um. Ausreichend sicher. Abstand haben wir. Ah, schaut mal, da unten sind sie. Oh, da ist einer, der mich schon mal erspäht hat. Da sind es zwei. Okay, versuchen wir es mal hier. Okay. So. Oh, schon wieder hier die. Der bläst denn da. Ah, hier, der Typ bläst die Trompete. Das Horn, der hier am Eingang. Ich krieg Gänsehaut, Leute. Sollte ich vielleicht eventuell mal was trinken? Ja. Er hat sogar hier sein Feuer. Du ein dämlicher Mauer. Kann ja auf die Dauer nicht gut gehen, war klar. So, dann versuchen wir das gleiche irgendwie nochmal. Aha. Der Typ wie der. Los! Jetzt habe ich meinen Trank nicht positioniert. Haha,
Jetzt bläst er wieder ins Horn, der Myrtaner Ork-Krieger. Die denken auch, hä? Der bläst ins Horn, keiner bewegt sich. Warte mal. Toll, zweimal Unwetter verballert, hat überhaupt nichts gebracht. Shit. Naja, okay. Gehen wir mal hier an das Ende. Oh yeah. Gucken, wer hier eigentlich was macht. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Öfter mal gucken. Okay, wieder mal ein bisschen Deckung nehmen. Oh, da versucht einer hochzuklettern. Okay. Unwetter generieren. Okay. So. Du bist hin. Dann hier noch ein bisschen hin. Das ist wie so ein Radiergummi. Bei so einem Grafikprogramm. Wenn das Unwetter... Oh, da ist wieder einer. Wenn du irgendwas wegradieren willst, wie ein Grafikprogramm, du hast es hier in Gothic mit Unwetter. Das ist klasse. So. Das Unwetter-Radiergummi. So. Okay. Irgendwie hier noch welche. Aha. Gucken. Irgendwelche Action. Trinken. Und erstmal speichern. Das ist mal was anderes, als immer so nach und nach die Leute raus. Jetzt fängt er wieder an zu tuten da hinten. So, okay. Kommt doch mal näher hier. Gut. Obwohl, die Blitze reichen ja bis da hinten hin. Aha. Auf jeden Fall hat es wen erwischt. Auf das kleine Häuschen rüberspringen. Okay, Myrtaner Ork-Elite. Ja, die sind irgendwie nicht. Ist auch nicht erwischt. Also so pralle ist das jetzt auch eben nicht gewesen. Gut, okay, ein paar Unwettersprüche gehen natürlich flutsch. Da unten ist noch einer, wie lustig. Der versucht mich sogar mit der. Na, vielleicht kann ich ja mal hier. Jumpy Bump. Treffen wir nix. Darf auch nicht zu nah dran. Ah, ich hätte mal einen besseren Pfeil einspannen sollen. Oh, eine Stufe gestiegen. Und zeig dich. Und hüpf. Sag mal, ich treffe dich doch immer. Wo, wie, was? Ja, ich weiß. So, die müsste ich dann looten. Das ist mir aber dann doch ein bisschen zu riskant, da runter zu fetzen. Aber ich probiere es doch mal. Ich habe mal vorher abgespeichert. So, ah, da ist noch jemand. Hey, schau mal. Hey, schau mal, da ist noch eine. Komm, zeig dich. Der bleibt da irgendwie hängen. Hm, mal gucken, komme ich hier rum? Hehe. Ich versuch's doch mal. Bist du bekloppt? Ja. Also schade, die Musik ist nicht leider wieder zu holen. Weg. Ach, wieder. Dauernd geht das Alarmhorn an hier. Wird zum Frühstück geblasen oder war es zum Mittag? Oder? Ah, shit, 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 shit. Okay, konnte noch was essen. Alles verhält sich ruhig. Ah, bis auf ihn hier. Ah, der hat mich sogar getroffen, der Sack. Der Sack hat mich getroffen. Trifft er mich auch so? Das war ein Feuerbälge, Marie. Zack. Okay.
mir aus. Aha! Jetzt wird er aktiv. Oh, er trifft mich nicht. Oh doch, er hat mich getroffen. Und zwar zweimal ganz schädlichst. Und er ist eigentlich... Okay. Jetzt ist er weg. Okay, dann werden wir mal wieder ganz vorsichtig heran springen. Wo sind die schon? Nicht zu holen. Das wird nämlich übelst, weil da ist ja ein Schamane bestimmt mit bei. Ja, natürlich, dieses Tschischeln eben. Das war echt übelst. Nee, Schleichen ist blöd, dann braucht er wieder eine Zeit. Da hinten. Da hinten sind sie schon. Ach du liebes bisschen. Okay, erstmal Schutz suchen. Das sieht gut aus. Ein Wetter generieren. Der Schamane, der versucht da die Hauswand hochzuklettern, das ist mir auch sowas von egal. So. Okay. So, mal gucken, was sie jetzt machen. Der Ork-Spieler ist gut. Ach, der ist auch... Der versucht da hochzukommen. Wieso mache ich nichts? Ja, warum mache ich nichts? Mal was trinken. Und, tja, der Schamane ist da irgendwie. Ich werde nochmal ein Unwetter generieren. Also, da ist man... Jetzt versucht er die Seite. Ja, so war das. Also noch der Schimpanse, der Ork-Schimpanse, sehr nah an mir ran und der kann sogar durch die Mauer schießen. Okay, give it a try again. Also da hinten. Ein bisschen nicht. So, jetzt kommen die erstmal an. Gut. Werde ich mal wieder versuchen, diese Ecke zu nehmen. Haust du ab, bevor da dieser Ork-Schamane da seine tödlichen Hitzestrahlen. Wandere bitte. Ist er jetzt hinter mir her? Nee. Ist er wieder runtergefallen? Tatsache. Sind die doof. So, oder ich bin doof. Weiß ich jetzt nicht. Glucks, glucks. Oh, Mist. Jetzt hat er es aber geschafft. Okay, ich aber auch. Ich soll nicht mal hier wieder beschleunigen. Das ist ein aufregender Kampf. Okay, speichern. Den Unwetterspruch nehmen. Gucken, was hier los ist. Ist nichts los. Ach, guck mal. Die sind ja... Die versuchen es ja mit allen Mitteln, ne? Wenn sie nicht über die Mauer kommen. Noch der Schimpanse. Der Ork-Schamane. Er meditiert gerade, er weiß nur nicht, was er machen soll. Okay. Vorsichtshalber einen trinken. Okay, da werde ich versucht, mal den Ork-Schaman. Ah, dieser hat es ja gar nicht erwischt, aber der Ork-Schaman, da bin ich mal gespannt. Darf ich nicht zu weit nah dran gehen? Ah, hier ist wieder so eine komische Ecke. Oh ja, ja, ja. Mann. Das war aber knapp. Habe ich den beim Meditieren gestört oder was? Er ist immer noch da. Ah, okay, Feuerball. Wir versuchen mal den... Okay, muss ich abwarten, wenn er wieder runterfällt. Jetzt nicht gesehen. Okay, er brutzelt so lustigst vor sich hin. Aber kann ich noch? Nee, kann ich nicht generieren. Trinken. Jetzt, hab ich ihn jetzt gemacht. Sorry. Der nämlich hier wieder mal. Wo ist denn jetzt? Also jetzt habe ich das umgeändert. Gute Jungle, ja. Oder doch mit dem Bogen? Man weiß es nicht. Okay. Super. Nur der Ork-Schamane, der lässt sich nicht so... Der ist gut gerüstet. Na, vielleicht sollte ich dann doch mal ein bisschen mehr Power in die Pfeile stecken.
wie zum Beispiel einen Magie-Pfeil. Mal gucken, ob das was bringt. Guck, Schamane. Hallo, vorhin gingst du doch noch. Gucken. Ja. Ist jetzt bewegt er sich mehr, wenn er getroffen ist. Perfekt. Speichern. Supi. Okay, dann haben wir jetzt. Also wir haben noch nicht alle geschafft. Ich weiß auch nicht, wie. Oh, wir sind hier schon fast durch. Ah, Mist. Ich glaube, wir sind hier schon eigentlich fast am Ende der Folge. Okay, ein bisschen gebe ich noch drauf, weil ich ein paar Fehlkämpfe hatte. Da okay, ist nichts zu holen. Hier ist nichts mehr zu holen. Hier drüben irgendwas. Hm. Der hier neu, er muss wohl neu sein, weil er da noch mit Waffe liegt. Nee, das ist der Schatten. Nicht zu holen. Nee, da ist nichts zu holen. Wir schaffen uns mal ganz kurz eine Übersicht. 1, 2, 3. 1, da hinten bewegt sich 4, 5. Gehen wir nochmal hier gucken. Sicherheitshalber. Nimmt doch auf, oder? Ja, er nimmt auf. Aha. Ach je, ach je, ach je, ach je. Da sind wieder welche. Jumbel, dumbel, dumbel, du. Und Ork. Oh, großer Feuerball. Na ja, gut. Ist das wegen den anderen aber haben? Kann ich das jetzt noch? Ja, kann ich. Während der Ladung. Das ist ja auch cool. So, ich muss immer gucken, ob ich jetzt was trinke oder auf die mich auf mich zukommen lasse, aber. Und nochmal den großen Feuerball nehmen. Ach so ist das. Das glaube ich ja jetzt nicht. Upi Chambi. Chambi Bumbu. Das ist ein ganz gefährlicher Nistes. Da will ich aber nicht hinlocken. Ach, vielleicht mache ich es mal wieder hier in der Ecke. Weil es anfing. Der kommt runter. Kommt der runter? Oh, sorry. Ja, das ist die Aufregung, Leute. Und wir sind jetzt wieder hart an der Zeit und ich werde jetzt immer noch die beiden Heinis hier looten. Ein Murktaner Ork-Krieger. Dann den Ork-Schamanen und deren Waffen. Wenn hier noch eine rumliegt, nö. Dann vergewissern wir uns, wie viel wir eigentlich noch zusammen haben. Eins. Der Tröter. Ja klar, der Tröter wieder. Okay. 1, 2, 3, 4. Boah, irgendwie. Klettern wir mal hier hoch. Gucken mal hier durch den Spalt. Eins, zwei. Ein, zwei sichtbar, die auf dem Weg sind. Und zwar auf diesem Weg. Und apropos Weg. Auf diesem Weg verabschiede ich mich für diese Folge. Schreibt einen Kommentar. Vergesst kein Abo und einen Daumen hoch. Ja, und die zweite Angriffswelle hoffe ich, dass sie auch einigermaßen glimpflich ausgeht. Also bis dahin. Tschüss.